Hallo zusammen. Wir müssen noch einmal ein bisschen über das Konzept der Lehre sprechen. Wir haben ja beim letzten Mal schon gehört, dass die Lehre die wichtigste philosophische Idee im Mahayana-Buddhismus ist. Und wir haben uns mit der Idee der Lehre in der Madhyamaka-Philosophie des Nagarjuna beschäftigt. Da haben wir auch gesehen, Lehre bedeutet in dieser Philosophie, dass die Dinge keine intrinsische Natur haben, also dass sie nicht aus sich selbst heraus existieren, dass alle Dinge, auch die Dhammas, bedingt sind. Die Dhammas, Sie erinnern sich, das waren in der Abhidhamma, der ursprünglichen Philosophie des Buddhismus, die kleinsten Bestandteile der Realität. Und man ging davon aus, dass alles durch die bedingt ist, also alles hängt in der Existenz von den Dhammas ab. Die Madhyamaka-Philosophie hingegen lehrt, nein, auch die Dhammas sind bedingt und haben keine intrinsische Existenz, keine Existenz aus sich selbst heraus. Auch sie existieren nur in Abhängigkeit von etwas anderem und damit ist alles in Wirklichkeit leer. Heute schauen wir uns jetzt die große Alternative im Mahayana-Buddhismus an zur Madhyamaka-Philosophie, nämlich das Yogacara. Yogacara dreht sich auch als Philosophie um diese Idee der Lehre. Aber die Yogacara-Philosophie hat ein anderes Verständnis dieses Konzepts. Dass die Dinge leer sind, heißt für die Yogacara-Philosophie nicht, dass sie keine eigenständige Existenz haben, so wie das beim Madhyamaka der Fall gewesen ist, sondern es heißt, dass sie illusorisch sind. Was das bedeutet, müssen wir gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Yogacara bedeutet wörtlich übersetzt eigentlich die Praxis des Yoga. Sie erinnern sich, hatten wir vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, Yoga ist eine alternative Bezeichnung für Meditation. Also Sie merken schon, dass hier zwischen Yogacara und Meditationspraxis eine enge Verbindung zu bestehen scheint. Yogacara könnte man auch verstehen als die theoretische, ontologisch-theoretische Basis für das Verständnis dessen, was in der tiefen Meditation erlebt wird. Es gibt noch andere Bezeichnungen für diese Yogacara-Philosophie, andere Ausdrücke, die geläufig sind, sind zum Beispiel Vijnanavada, das bedeutet wörtlich die Bewusstseinslehre, oder auch Chittamatra, das heißt nur Bewusstsein. Und an diesen Namen merken Sie schon, worauf das Ganze hinausläuft. Also es macht schon klar, worum es beim Yogacara geht, nämlich um die zentrale Rolle, die das Bewusstsein dafür, was real ist und was nicht real ist, einnimmt. Begründet wurde die Yogacara-Philosophie von zwei Halbbrüdern, Asanga und Vasubandhu. Die beiden lebten so ungefähr im 4. nachchristlichen Jahrhundert. Das wichtigste philosophische Werk des Yogacara-Buddhismus, das sind die sogenannten 20 Verse des Vasubandhu oder Vimsatika. Ja, in diesen 20 Versen verteidigt er argumentativ die Lehre des Yogacara. Also sehr knapp in Frage- und Antwortstil gehalten und ja, ist eine philosophische Verteidigung der essentiellen Lehren des Yogacara-Buddhismus. Der Vasubandhu hat auch verfasst eine, ja man könnte sagen, so eine Art Summe der Abhidhamma-Philosophie, also das ist das Abhidhamma-Kosha-Bhāṣyam, die Schatzkammer des Abhidhamma heißt das wörtlich übersetzt, also das könnte man ein bisschen vergleichen mit der Summa Theologica des Thomas von Aquin, also so eine Zusammenfassung quasi der Abhidhamma-Philosophie. Was ein bisschen seltsam ist, dass er einerseits so ein Standardwerk der Abhidhamma-Philosophie verfasst hat, andererseits ein Begründer einer wichtigen Schule der Mahayana-Philosophie ist. Das hat manche Leute dazu gebracht zu vermuten, es hätte eigentlich zwei Vasubandhus gegeben, einen älteren, einen jüngeren, und das sei gar nicht dieselbe Person, aber das sind so Fragen, mit denen müssen wir uns hier an der Stelle eigentlich nicht beschäftigen. Ja, diese Yogacara-Philosophie ist relevant geworden, später nicht nur im indischen Buddhismus, sondern hat auch massiven Einfluss ausgeübt auf den Buddhismus, die buddhistische Philosophie in Ostasien, also insbesondere in China und in Japan ist der Buddhismus stark von Yogacara-Ideen geprägt gewesen. Gut, aber was lehrt denn jetzt eigentlich das Yogacara? Der Grundgedanke der Yogacara-Philosophie lautet, die Realität ist das Bewusstsein. Der Yogacara-Buddhismus vertritt also eine Form des philosophischen Idealismus, könnten wir sagen. Also Idealismus, kennen Sie wahrscheinlich, bedeutet im Gegensatz zu Materialismus oder Physikalismus, dass die Realität eben nicht ultimativ aus Materie oder aus der physischen, physikalischen Natur besteht, sondern Idealismus heißt, die Realität ist ihrem Wesen nach Geist oder Bewusstsein. Was das heißt, versteht man am besten eigentlich im Kontrast
zum Madhyamaka-Buddhismus. Also erinnern wir uns nochmal, wie ich eben auch schon gesagt habe, ne? Madhyamaka lehrt, alle Dinge sind leer. Warum sind sie leer? Weil sie keine eigenständige Existenz haben. Also dieses Svabhava, von dem wir beim letzten Mal gesprochen haben. Die Dhammas sind darin mit eingeschlossen, auch die Dhammas sind leer. Nichts hat diese intrinsische eigenständige Natur. Darauf erwidert jetzt der Yogacara-Buddhismus, doch, es gibt etwas, das eine eigenständige Natur hat. Es gibt sozusagen ein ultimatives Fundament der Realität. Nur ist es eben nicht das, was die Abhidhamma-Philosophie gedacht hat. Es ist nämlich das Bewusstsein. Die fundamentale, die ultimative Realität ist der Geist, ist das Bewusstsein. Also man könnte sagen, der permanente Bewusstseinsstrom, der Strom der mentalen Ereignisse, das ist die einzig wahre Realität, aus der auch alles andere, was wir für die alltägliche Realität halten, hervorgeht. Alle Dinge sind leer, dem würde also auch der Yogacara-Buddhismus zustimmen. Nur heißt das jetzt hier, dass sie illusorisch sind. Sie sind Illusionen, also sie sind bloß Bewusstseinsgegenstände, könnte man ein bisschen neutraler sagen. Diese Bewusstseinsgegenstände verweisen zwar auf eine externe Realität, aber diese externe Realität gibt es nicht. Dieser Verweis geht ins Leere. Das ist ganz ähnlich wie wenn jemand Halluzinationen hat oder so etwas. Also wenn Sie Halluzinationen haben, sehen Sie vielleicht weiße Mäuse rumflitzen oder Spinnen in allen Ecken oder was weiß ich was. Sie sehen Dinge, aber diese Dinge gibt es nicht. Das heißt, es sind zwar bestimmte Bewusstseinserlebnisse da, bestimmte mentale Bilder, die Sie haben, aber in der Realität korrespondiert nichts diesen mentalen Bildern. Leere heißt für den Yogacara-Buddhismus also nicht das Fehlen einer intrinsischen Natur, wie das beim Madhyamaka der Fall gewesen ist, sondern es heißt Immaterialität. Damit ist das Yogacara deutlich näher dran an der ursprünglichen Abhidhamma-Philosophie, als das beim Madhyamaka der Fall gewesen ist. Wir erinnern uns, das Abhidhamma sind die Dhammas, die kleinsten Bestandteile der Realität, und die sind das einzig Reale. Für das Yogacara ist das eigentlich auch so. Nur ist es eben so, dass die materiellen Dhammas, also die körperlichen Dhammas, ausgeschlossen werden sollen. Die sind nicht real. Die geistigen Dhammas hingegen schon. Alles ist in Wahrheit also Bewusstsein. Das ist gemeint mit dem philosophischen Idealismus der Yogacara-Philosophie. So einen Idealismus kennen wir auch in der westlichen Philosophie. Das ist zugegebenermaßen jetzt nicht so die am weitesten verbreitete Position im Westen, aber bei George Berkeley beispielsweise finden Sie jemanden, der auch eine solche Position vertritt, die dem Yogacara-Buddhismus durchaus ähnlich ist. Berkeley, das wissen Sie vielleicht, wenn Sie den schon mal ein bisschen gelesen haben, Berkeley geht davon aus, dass nur der Geist real ist und dass alles nur existiert, insofern es Gegenstand des Bewusstseins ist. Es gibt da diese berühmte Formel bei Berkeley von esse est percipi, also existieren, sein bedeutet wahrgenommen werden. Das ist im Prinzip ja, kompatibel mit dem Yogacara-Buddhismus. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied, auf den ich hier hinweisen möchte, nämlich für Berkeley ist der Geist eine Substanz, da ist er ganz der westliche Denker, also eine Substanz, die denkt und die ja, Gedanken oder die mentalen Eigenschaften kommen dieser Substanz als Akzidenzien dann zu. Für den Yogacara-Buddhismus sieht die Sache anders aus. Der Geist ist hier ein Prozess. Wir sind ja immer noch im Buddhismus, in der Prozessontologie. Und dieser Prozess, dieser geistige Prozess, ist ein Strom von mentalen Ereignissen, die kausal miteinander verknüpft sind. Und kausal miteinander verknüpft heißt hier, das wissen Sie mittlerweile auch, durch das Gesetz des Karma miteinander verbunden. Es gilt ja immer noch die buddhistische Grundthese, dass es kein Selbst gibt. Also stellen wir uns diesen Idealismus jetzt nicht so vor, dass wir hier irgendwo ein Bewusstsein oder einen Geist hätten, der produziert dann eine Realität als irgendetwas, das quasi ja, diesem Geist gegenübergestellt ist oder so etwas, sondern der Geist ist die Realität. Also es gibt keinen eigenständig existierenden Geist jenseits von der Realität. Das wäre ein Verstoß gegen diese grundsätzliche buddhistische Lehre vom Anatman, also von Nicht-Selbst, sondern der Geist ist einfach, was die Realität ist. Man könnte auch sagen, der Geist ist die Existenzform der Realität. Wir können also die Yogacara-Philosophie ganz gut verstehen als eine radikalisierte Form von philosophischem Repräsentationalismus. Repräsentationalismus, das ist die Philosophie, die behauptet, wir haben keinen Zugang zu den Dingen an sich, sondern nur zu den Repräsentationen dieser Dinge in unserem Bewusstsein. Also, wie soll man sich das vorstellen? Beispielsweise, ich sehe vor mir auf dem Tisch eine Kaffeetasse stehen.
Dann sagt der Repräsentationalismus, ich sehe nicht die Tasse selbst, sondern ich habe nur eine Repräsentation davon, die meine Sinnesorgane und mein Gehirn irgendwie in Kooperation miteinander bilden. Durch diese Repräsentation habe ich Zugang zur Realität, aber eben immer nur indirekt vermittelt durch die Repräsentation. Es gibt keinen direkten Zugang zur Realität. Die Realität selbst ist unerreichbar. Sie ist immer nur vermittelt durch die Repräsentation. Im Buddhismus ist so eine repräsentationalistische Theorie vor dem Yogacara auch schon vertreten worden von der Schule der Sautrantikas. Aber da müssen wir jetzt nicht intensiver drauf eingehen. Eine solche repräsentationalistische Theorie ist also grundsätzlich dualistisch. Was heißt das? Naja, das heißt, sie teilt die Welt auf in zwei Hälften, nämlich in die subjektive und die objektive Hälfte. Die Welt besteht aus Objekten, die repräsentiert werden, und Subjekten, die diese Objekte dann repräsentieren. Der Yogacara-Buddhismus geht jetzt an der Stelle einen Schritt weiter und sagt, ja, wenn wir ohnehin nur die Repräsentationen haben und die externe Realität hinter diesen Repräsentationen immer nur indirekt erschlossen werden kann, warum soll ich dann überhaupt eine externe Realität annehmen? Also der Dualismus von Subjekt und Objekt, der ist eigentlich eine Illusion. Es gibt nur die subjektive Realität. Die objektive Realität, die hinter den Repräsentationen liegen sollte, die ist eigentlich illusionär. Wir könnten also sagen, für den Yogacara-Buddhismus ist alle Realität nur virtuell. Das heißt, sie existiert nur in Form von mentalen Repräsentationen. Das drückt sich ganz gut aus in der zentralen Lehre von den sogenannten drei Naturen oder drei Aspekten der Realität im Yogacara. Also man könnte das verstehen als drei Arten, wie die Realität aufgefasst werden kann. Da haben wir zum einen, Nummer eins, die konstruierte Natur. Das ist die Natur der alltäglichen Wirklichkeit, also die Realität, in der wir die ganze Zeit leben. Sie ist das, was der unerleuchtete Mensch sieht. Also das ist die Realität, wie sie dualistisch aufgefasst wird, in Subjekt und Objekt zerfallend. Und diese Art der Realität ist nicht real. Es ist nur eine scheinbare, eine illusorische Realität. Demgegenüber steht die zweite Natur oder die zweite Form, die Realität wahrzunehmen. Das ist die abhängige Natur. Das ist jetzt die Natur der geistigen Wirklichkeit, also das ist die Realität, so wie sie als reines Bewusstsein verstanden wird, als ein reiner geistiger Prozess. Der Strom von mentalen Ereignissen, könnten wir sagen. Dieser Strom von mentalen Ereignissen, das ist die Basis der irrtümlichen Konstruktion, die wir in der konstruierten Realität wiederfinden. Und als drittes haben wir dann noch die vollkommene Natur. Die vollkommene Natur, das ist die Natur der Lehre, also die Wirklichkeit, wie sie vom Standpunkt der Erleuchtung aus gesehen wird. Wer die Wirklichkeit jetzt unter dem Aspekt, also dem vollkommenen Aspekt sieht, der sieht, dass sie leer ist, dass sie in Wirklichkeit konstruiert ist, also dass es nur das Geistige gibt und dass alles andere konstruiert ist. Der sieht die Realität dann eben nicht mehr dualistisch als zerfallend in Subjekt und Objekt. Vereinfacht gesagt könnte man so ausdrücken, die konstruierte Natur, das ist das Samsara, die alltägliche Welt, der Kreislauf der Wiedergeburten. Die vollkommene Natur, also die Nummer drei, das ist das Nirvana, der Bereich der Erlösung, und die abhängige Natur zwischen beiden, das ist sozusagen die Grundlage. Auch für das Yogacara gilt dementsprechend, Nirvana und Samsara sind nicht voneinander verschieden. Es ist eigentlich beides identisch. Und Erleuchtung ist dann ebenfalls hier ganz ähnlich wie in der Madhyamaka-Philosophie eine Form der Erkenntnis. Oder man könnte auch jetzt sagen, vielleicht das Erreichen eines bestimmten Bewusstseinszustandes. Nämlich das Erreichen des Zustands der Non-Dualität. Also die Einsicht in die Non-Dualität, das Nicht-Zerfallen in Objekt und Subjekt von Wirklichkeit. Aber wie darf man sich das denn jetzt bitte schön vorstellen? Also wie kann man sich das vorstellen, dass der Geist die Realität erzeugt? Dazu ist es nötig, dass wir uns das Modell des Bewusstseins im Yogacara ein bisschen näher anschauen. Nun, buddhistische Konzepte des Bewusstseins, die haben so an sich, dass sie etwas komplizierter sind als das, was wir in der westlichen Philosophie so normalerweise kennen. Im Yogacara ist das nicht anders. Das Yogacara gliedert das Bewusstsein auf in insgesamt 8 unterschiedliche Bestandteile. Oder Stufen, könnte man vielleicht auch sagen, weil teilweise bauen die aufeinander auf. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Es fängt an mit dem personalen Bewusstsein. Das personale Bewusstsein, das besteht aus den einzelnen 5 Sinnesbewusstsein, also ein Bewusstsein für jeden Sinn, den wir haben, also eins fürs Sehen, eins fürs Hören, eins fürs Schmecken und so weiter und so fort. Und dazu kommt dann noch als 6. das Bewusstsein an sich,
Citta wird das genannt. Und das ist die Komponente, die die einzelnen Sinnesbewusstseine letzten Endes bewusst macht. Komische Sache, warum wird das Bewusstsein als das ganz gewöhnliche personale Bewusstsein in 6 verschiedene Bestandteile aufgegliedert? Nun erinnern wir uns, der Buddhismus vertritt eine Prozessontologie. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von einzelnen mentalen Prozessen oder Ereignissen, die sich halt eben ereignen und die eine bestimmte Qualität haben. Also zum Beispiel hat ein bestimmtes mentales Ereignis die Qualität des Farbesehens und ein anderes hat die des Tönehörens und so weiter und so fort. Aber diese einzelnen Ereignisse müssen noch irgendwie zusammengefasst werden und das ist die Aufgabe der Citta, also des Bewusstseins, das erleuchtet erst diese einzelnen Erlebnisse, Ereignisse und macht sie zu einer Einheit, also zur Einheit des Bewusstseins. Man könnte hier auch ganz gut das englische Wort Awareness dafür verwenden, um eben klarzumachen, dass dieses Citta-Bewusstsein dasjenige ist, was die Vorgänge des Geistes bewusst macht für mich, für denjenigen, der diese Erlebnisse hat. So, unter diesen 6 Elementen des personalen Bewusstseins. Da liegt die Ebene des, ja, wir könnten sagen, des Unterbewusstseins, was auf Pali dann Manobewusstsein genannt wird. Vorsicht an der Stelle hier. Das Wort Unterbewusstsein legt jetzt irgendwie Assoziationen mit Psychoanalyse und so weiter nahe, aber das ist nicht ganz genau das Gleiche. Also ist nicht unbedingt vergleichbar mit dem, was wir normalerweise unter Unterbewusstsein verstehen würden. Das Manobewusstsein ist nämlich der Träger des Anhaftens und damit ist es auch die Quelle des Leidens. Es ist derjenige Teil des Bewusstseins, der die Trennung in Subjekt und Objekt vollzieht und der damit unsere Weltwahrnehmung strukturiert, also quasi das Bewusstsein, das die Wurzel allen Übels ist. Es ist nämlich das, was überhaupt erst die Objekte erzeugt, an denen wir dann anhaften können. Also dieses Manobewusstsein, das spaltet die Realität auf in Dinge, die von mir verschieden sind und Dinge, die ich dann haben will oder nicht haben will. Hier ist die Wurzel der Dualität und hier ist damit auch die Wurzel der Illusion des Selbst. Also manchmal wird dieses Manobewusstsein dann eben auch als das verschmutzte Bewusstsein oder das Bewusstsein des Anhaftens bezeichnet. So, und unterhalb dieses Unterbewusstseins, des Manobewusstseins, liegt noch eine weitere Schicht, nämlich das sogenannte Speicherbewusstsein. Alaya-Bewusstsein ist das. Das Speicherbewusstsein, das ist jetzt eine etwas seltsame Sache, das ist nämlich die objektive und unbewusste Grundlage, das Fundament aller unserer bewussten personalen Erlebnisse. Das personale Bewusstsein, das wir so kennen, das wir erleben, das geht aus diesem tiefer liegenden Speicherbewusstsein hervor. Es wird im Yogacara-Buddhismus oft die Analogie von Wellen und Ozean gebraucht. Ein und derselbe Ozean bringt immer wieder neue Wellen hervor. Aber diese Wellen sind nicht verschieden vom Ozean. Sie sind nichts anderes als der Ozean, aber sie sind natürlich auch nicht damit identisch, sondern sie sind das, was aus ihm hervorgegangen ist, ohne sich je von ihm getrennt zu haben. Und in ähnlicher Weise verhält sich unser personales Bewusstsein zum Speicherbewusstsein, wie eben die Wellen zum Ozean. Das Speicherbewusstsein, das ist der überpersonale, also jenseits unserer individuellen Person liegende Träger von Karma und Wiedergeburt. Wiedergeburt heißt hier für den Yogacara-Buddhismus das Erzeugen neuer mentaler Prozesse aus den karmischen Wirkungen, die im Speicherbewusstsein gespeichert sind. Daher kommt auch der Name Speicherbewusstsein. Man kann sich das wirklich wie eine Art Speicher vorstellen, nämlich einen Speicher für das Karma. Es wird ganz oft verdeutlicht mit der Metapher von Samen, also karmische Samen. Jede Handlung, also alles, was ich so tue, erzeugt bestimmte karmische Wirkungen. Und diese Wirkungen kann man sich vorstellen wie Samen, Samen einer Pflanze oder so etwas, die im Speicherbewusstsein gespeichert werden. Und unter den richtigen Bedingungen reifen dann diese Samen heran und entfalten eine Wirkung. Und diese Wirkung besteht darin, dass sie neue mentale Ereignisse hervorrufen, also irgendwie den Strom meines Bewusstseins und damit die Realität beeinflussen. Das wird im Buddhismus, im Yogacara-Buddhismus dann oft so ausgedrückt, dass man sagt, das Bewusstsein wird parfümiert von den karmischen Samen. Also die vergangenen Handlungen und Ereignisse in meinem Leben, die ihre karmische Wirkung hinterlassen haben, die beeinflussen, welche neuen Bewusstseinsprozesse entstehen. Also das Karma ist letzten Endes dafür verantwortlich, wie die Realität als Geist
funktioniert. Man kann das ganz gut vorstellen, wenn man ein Beispiel aus der buddhistischen Mythologie heranzieht, nämlich das von den Hungergeistern, den Petas oder Pretas, wie sie genannt werden. Diese Hungergeister, das ist einer von den sechs Bereichen der Wiedergeburt. Die haben wir in diesem Bhava-Chakra vor einiger Zeit ja schon mal gesehen. Und diese Hungergeister sind Wesen, die eine äußerst negative Wiedergeburt erfahren haben. Also sie müssen permanent Hunger und Durst erleiden. Und sie sehen, wenn sie sich in der Welt umschauen, statt Essen und Wasser immer nur Blut und Scheiße und Eiter und was weiß ich was. Und sind deswegen permanent angeekelt von allem. Das negative Karma, das sie in ihren früheren Wiedergeburten angesammelt haben, das bewirkt die Wiedergeburt als Hungergeist. Und es bewirkt jetzt, dass diese Hungergeister die Welt um sich herum so erfahren, wie sie sie halt erfahren. Sie sehen die Welt als eine Welt voll Blut und Eiter und so weiter und so fort. Aber sie sehen das deswegen, weil sie karmische Samen in sich haben, die diese Wirkung auf ihr Bewusstsein entfalten. Also die Realität wird einfach nur von ihnen so wahrgenommen als etwas Widerwärtiges und Ekelerregendes. So, also mit dieser Theorie der karmischen Samen, kann man dann im Yogacara auch erklären, warum es überhaupt so etwas wie eine gemeinsame Wirklichkeit gibt. Für einen Realismus ist das kein Problem. Also, ja, warum sehen wir alle, keine Ahnung, den Baum, der da draußen vor uns steht, Sie sehen den, ich sehe den, alle anderen sehen den, wenn wir davor stehen. Warum ist das so? Naja, weil da halt wirklich ein Baum steht. Und dieser real existierende Baum verursacht einfach unsere mentalen Erlebnisse. Für einen Idealismus ist das relativ problematisch, denn es gibt ja nur die Realität des Bewusstseins. Das einzig Reale sind meine mentalen Erlebnisse. Wieso haben dann verschiedene Bewusstseine, ihres und meines und so weiter, das gleiche Erlebnis? Der Yogacara-Buddhismus erklärt das so: Es liegt an den ähnlichen karmischen Wirkungen. Also es gibt keine gemeinsame Realität im eigentlichen Sinne. Es gibt nur so eine Art gemeinsam geträumten Traum. Also eine geteilte Halluzination. Wir alle haben in uns aufgrund einer ähnlichen Vergangenheit ähnliche karmische Wirkungen, angesammelt und deswegen erfahren wir so ungefähr die gleiche Realität, weil wir das gleiche Karma mit uns rumschleppen. Eine wirkliche geteilte Realität ist das aber nicht, sondern wie gesagt eine gemeinsame Halluzination. Das Aufwachen aus dieser Halluzination, das heißt Einsicht in die Leere erlangen. Also Einsicht in die Leerheit, die den illusionären Charakter der Realität erreichen und damit auch das Erreichen eines nicht-dualen Bewusstseins. Und dieses nicht-duale Bewusstsein, das ist dann letzten Endes die Erlösung.